Professor Jun, ja, der beste Vorsitzende der SPD aller Zeiten, ich beziehe mich auf die 100%, und eine brillante Rede gerade, eine brillante Pressekonferenz im Wahlkampfmodus, oder? Ja, auf jeden Fall. Man merkt Martin Schulz ein wenig die Verzweiflung an. Er kann sich diese Niederlage nicht so richtig erklären und er versucht sie jetzt mit der Modernisierung der CDU zu erklären, die ja in der Tat sich erheblich gewandelt hat in der Ära Merkel. Da ist die CDU mit vielen Positionen angekommen, die früher Grün oder SPD waren. Und das kritisiert er nun. Allerdings sagt er nicht, dass die SPD keine strategische Antwort in all den Jahren auf diese Modernisierung der CDU gefunden hat. Und das ist eben das Hauptergebnis. Deswegen ist die SPD derzeit bei 20% angelangt, weil sie keine strategische Antwort auf diese Modernisierung der CDU gefunden hat. Aber das ist doch nicht so ganz gerecht. Martin Schulz hat in den TV-Duellen, in den gesamten TV-Formaten Antworten geliefert, hat Verständnis signalisiert für die Fragen der Menschen, die dorthin gekommen sind. Und er hat auf alles eigentlich ein Rezept gehabt. Die Kanzlerin nicht. Wieso landet er bei 20,5%, also seine Partei? Ich weiß nicht, ob Sie recht haben, dass er ein Konzept gehabt hat und die Kanzlerin nicht. Das Konzept von Martin Schulz wich nur nach Meinung vieler nicht wesentlich davon ab. Also es waren die Differenzen nicht klar erkennbar. Nur wirft das Schulz nun der Kanzlerin vor und sieht nicht, dass auch die SPD eben darauf keine Antwort gefunden hat. Das ist ja sein Hauptvorwurf. Die Kanzlerin lässt gar keine Möglichkeiten der Differenzierung mehr zu. Aber es ist der SPD halt nicht gelungen, sich zu differenzieren. Und da sie immer im Rückstand war, war es ihre Aufgabe, hier dem Wähler zu verdeutlichen, wo denn die klaren Differenzen zur CDU lagen. Und das hat sie offenkundig nicht geschafft. Also der persönliche Vorwurf, den da Schulz erhebt, der fällt auch auf die SPD zurück. Wieso erkennen eigentlich alle mal erst am Tag nach der Wahl ihre Fehler? Warum nicht zum Beispiel 2 Wochen vorher und steuern noch ein bisschen um? Das sagt ja zum Beispiel Herr Schulz, sagt es gerade, und die Kanzlerin sagt es auch. Ja, ich glaube, ein Eingeständnis einer Schwäche während des Wahlkampfs passiert nicht öffentlich. Sicherlich wird das intern gelegentlich diskutiert und intern versucht man auch das ein oder andere noch gerade zu rücken, aber öffentlich im Wahlkampf das zuzugeben, wäre ein Zeichen der Schwäche und das würde man dann doch... Umsteuern kann man ja intern, muss man ja nicht nach außen signalisieren. Wird ja dann irgendwann spürbar. Sie können natürlich auch wieder sagen, es ist der SPD auch hier nicht gelungen, umzusteuern. Und wir erleben jetzt einen sehr angriffslustigen Martin Schulz, aber erst nach dem Wahlkampf. Wir haben ihn im Wahlkampf nicht so angriffslustig erlebt. Ich weiß nicht, ob das größeren Erfolg versprochen hätte, wenn er sich im Wahlkampf angriffslustiger präsentiert hätte. Deswegen sagte ich ja gerade, Wahlkampfauftritt war das im Grunde genommen. Mit einem Fragezeichen natürlich, nicht nur einer Behauptung, sondern einem Fragezeichen. Aber er sagt zum Beispiel auch, die Hauptstadt sei zu weit weg vom Land. Das reklamiert er. Seine Hauptstadt, in der seine Leute mit in der Regierung waren, oder nur Frau Merkel und die CSU und die CDU? Es soll am Ende so klingen, als seien das dann nur CDU und CSU. Aber das hat natürlich auch schon so etwas wie einen Anklang, die da oben und die da unten. Es gibt zwei verschiedene Gruppen, die da oben in Berlin und die wissen nicht mehr, was die da unten, besonders in den ländlichen Regionen, denken und fühlen. Und nun muss ich mich darum kümmern. Das kennen wir auch schon, dieses Muster der Argumentation. Und Sie können zu Recht fragen, warum ist das der SPD in der Vergangenheit denn nicht gelungen? Denn immerhin regiert sie ja seit 1998 mit einer kurzen Unterbrechung von 4 Jahren. Dauerhaft mit. Also hier müsste dann auch die Selbstkritik bei der SPD einsetzen. Die hat doch eingesetzt, hat er doch nicht formuliert. Er hat den Namen Sigmar Gabriel nicht in den Mund genommen, aber unser Korrespondent in Berlin hat es fein herausgearbeitet. In der Tat schwang da eine Kritik an Sigmar Gabriel mit. Aber jetzt müssen wir doch zurückgucken auf das Jahr 2009. Und da war es wieder ähnlich und sehr gleich. Sigmar Gabriel hat damals gesagt, wir müssen die Partei inhaltlich und organisatorisch neu aufstellen und hat einen breiten Diskussionsprozess sowohl mit den Mitgliedern begonnen, als auch in die Partei selbst hinein, auf zahlreichen Regionalkonferenzen, auch das, was Martin Schulz jetzt angekündigt hat. Also es greift aus meiner Sicht auch nicht ganz in die Tiefe, wenn man jetzt sagt, es ist gar nie aufgearbeitet worden, sondern 2009 hat man eigentlich versucht, einen ähnlichen Prozess zu gestalten und eben diesen Prozess auch zu steuern. Insofern mal sehen, ob er diesmal anders ausgeht und ob er erfolgreicher verläuft. Ja, nun gibt es ja einen neuen Parteichef, der stark ist und der auch Parteichef bleiben will.
Er will aber in die Opposition gehen. Das hat er ja gerade noch mal gesagt. Und er hat ja auch auf Nachfragen zwar nicht explizit gesagt, dann lieber Neuwahlen, aber eine große Koalition schließt er an sich aus. Also wenn die CDU noch mal anfragen sollte, die Union, würde er das nicht machen und er als Minister schon mal gar nicht. Das ist das eine. Aber wenn er dann Opposition sein möchte, warum dann nicht Oppositionsführer? Wie erklären Sie sich das? Er hat das ja versucht mit der Arbeitsteilung. In der Tat kann es sinnvoll sein, dass die Partei dann von einem anderen angeführt wird als die Fraktion, also so eine Art Teilung der Arbeitslast. Schulz kümmert sich mehr um das Binnenleben der Partei. Frau Nahles wäre dann zuständig für die parlamentarische Arbeit. Damit ist aber auch klar, dass die beiden ein sehr gutes Binnenverhältnis aufbauen müssen und sehr eng miteinander sich abstimmen und kooperieren müssen. Haben die das bisher? Es gab bisher durchaus den einen oder anderen Ansatzpunkt. Martin Schulz hat in seinem Wahlkampfkonzept wesentliche Punkte, die aus dem Arbeitsministerium kamen, von Andrea Nahles aufgegriffen und diese aufgenommen und für sich als eigenes Konzept ausgegeben. Und insofern kann man schon sagen, es gab bisher Zusammenarbeitsformen, aber sehr ausgeprägt können die natürlich noch nicht sein, weil Schulz ja noch nicht allzu lange in Berlin ist und die Kontakte vorher zwischen Brüssel und Berlin jetzt nicht so intensiv waren. Also auch nach dieser Pressekonferenz von eben und dem Schlafen letzte Nacht über all die Dinge, die gestern Abend passiert sind und dem endgültigen Ergebnis, sagen Sie, das ist eine gute Idee, von vornherein zu sagen, nein, mit uns braucht ihr gar nicht zu reden, wir werden nicht mit regieren. Punkt. Ich habe nie gesagt, dass es eine gute Idee ist. Ich habe gesagt, die SPD versucht, Konsequenzen aus diesem schlechten Wahlergebnis zu ziehen und sie umgeht damit weitgehend personelle Konsequenzen, indem sie halt sagt, wir akzeptieren den Wählerwunsch, dass die Große Koalition nicht mehr weiter existieren soll. Man könnte das sogar in Frage stellen, ob es der Wählerwunsch so gewesen ist. Das war nach wie vor eine relativ beliebte Koalitionsformation. 53%. Und man muss ja auch sagen, auch wenn Sie die Bevölkerung fragen, welche Koalition würden Sie nach der Wahl bevorzugen, so war bei den letzten Umfragen wieder die Große Koalition eher vorne. Eben, aber da bezieht sich auf den Wählerwunsch. Und die großen Parteien haben ja auch deswegen unter anderem verloren. Das sollte man auch nicht vergessen, weil eben in den letzten 2-3 Wochen wir nur noch darüber sprachen, welche Partei wird denn die drittstärkste. Und das hat nochmal stark mobilisiert zugunsten der kleineren Parteien und zu Ungunsten der großen Parteien. Das hat nochmal SPD und CDU auch Prozentpunkte gekostet. Wie werten Sie eigentlich dieses fast schon Beschwören dieser Jamaika-Parteien, die sich da zusammenfinden sollen, wo ja nun ein Martin Schulz sagt, also das natürlich wird das ja, also selbstverständlich, ist das echt oder ist das eine Show? Was mich noch mehr verblüfft, ist, dass Martin Schulz sagt, er könnte dann stärker konturieren, ein linkes Lager gegen ein rechtes Lager. Ja. Dann zählt er aber mittlerweile, wenn dem so ist, er will dann ja die Bundesregierung scharf attackieren, die Grünen zum rechten Lager. Und das ist natürlich etwas, was die Grünen sich wahrscheinlich nicht gefallen lassen werden. Und Schöpfungsbewahrer ist immer rechts. Und zum anderen muss dann natürlich auch Martin Schulz die Frage beantworten, wer gehört dann zum linken Lager, wenn die Grünen nicht mehr dabei sind. Und die Linke selbst hat er ja als populistische Kraft, jedenfalls hat er dem nicht widersprochen, bei der Frage. Das heißt, das ist auch nicht so der präferierte Koalitionspartner. Also steht die SPD fast allein da. Und dann müsste man natürlich fragen, welche Machtperspektive sich aufbauen, wenn, so wie Schulz gerade argumentiert hat, die Grünen ja doch so viele programmatische Gemeinsamkeiten mit der CDU hätten. Dann dürften die ja, wenn er das stärker konturieren will, mit der SPD abnehmen in Zukunft. Und dann wäre die Machtfrage, die Machtperspektive in der Tat schwierig für die SPD. Vielleicht braucht Herr Schulz noch ein bisschen Arbeitszeit als Koalitionsberater und Koalitionsfindungsberater. Wir schauen mal, wie die Menschen das. Wir reden gleich weiter, meine Damen und Herren, wie die Menschen das finden. Also Sie, die Sie gewählt haben, was auch immer Sie gewählt haben. Es soll wohl jetzt auf Jamaika hinauslaufen, aber ob Jamaika nun tatsächlich kommt, das ist natürlich noch eine ganz andere Frage, auch wenn Herr Schulz das uns glauben machen will, dass Jamaika auf jeden Fall kommt. Was sagen Sie dazu? Die Große Koalition aus SPD und CDU ist abgewählt worden. Und jetzt ist die Frage, welche Machtoptionen eigentlich bleiben. Und da ist nur eine Machtoption übrig. Und das ist die Jamaika-Koalition unter der Führung der jetzigen Bundeskanzlerin. Und wir haben die Kölner gefragt, wie sie diese mögliche neue Regierungskoalition bewerten. Wird wahrscheinlich viel gerungen, weil die kleineren Parteien ja auch mitregieren wollen. Und da muss auf jeden Fall die CDU gucken, wie kompromissvoll sie mit den anderen Parteien umgeht. Weil allein die CDU regieren lassen, werden die anderen Parteien sie auch nicht. Ne? Ich glaube, das wird nicht leicht.
Weil die haben ja im Vorfeld alle schon Positionen bezogen. Die Positionen stimmen überhaupt nicht überein. Aber ich wünsche denen, dass das klappt. Dann kriegen wir was Neues hier mal. Ich denke, anders geht's nicht. Und das ist wahrscheinlich die vernünftigste Lösung im Moment. Auf jeden Fall kann Frau Merkel, denke ich, nicht mehr so handeln, wie sie bisher im Alleingang handeln konnte. Denn jetzt werden die Koalitionsverhandlungen stärker sein als nur mit der SPD. Also da bin ich sicher. Es wird sicherlich sehr anstrengend, da überhaupt einen gemeinsamen Nenner zu finden. Aber ich bin froh, dass die Grünen dabei sind. Ich denke, das wird nicht ganz einfach sein für die drei. Und mal schauen, ob die sich überhaupt zusammenraufen können. Was glauben Sie denn, wo es die größten Konfliktpotenziale geben wird und warum? Ich denke, zum größten Konfliktpotenzial, gerade wegen den Grünen, wird der Umweltschutz, denke ich, sein. Und natürlich auch dann die Fragen der Behandlung von Flüchtlingen etc. Da gibt es ja relativ große Unterschiede. Das sagen die Menschen, das sagen Sie. Was sagt der Politikwissenschaftler, der auch ein Mensch ist, auch ein Wähler? Aber was ist für Sie der größte Punkt, der am meisten vielleicht die Division ausmacht? Ich denke, die größten Schwierigkeiten werden wir in der Migrations- und Flüchtlingspolitik sehen. Da stehen CSU und Grüne sehr weit auseinander. Und wir werden aber auch in der Sozialpolitik große Differenzen zwischen FDP und Grünen sehen. Auch da hat ja Christian Lindner heute schon wieder darauf hingewiesen. In der Wirtschaftspolitik äußert sich das dann in ähnlicher Form. Also in den Bereichen, da werden wir... Was würde bei Soziales und Wirtschaft... Grünen plädieren für mehr Staatsintervention an vielen Stellen, auch für eine Verbesserung von Sozialleistungen an vielen Stellen. Das widerspricht sich natürlich. Und das wird die FDP nicht wollen. Da wird die FDP erheblich dagegen setzen. Kleinere Probleme sehe ich auch noch in der Europapolitik. Auch dort haben die Grünen zumindest derzeit Forderungen, die die FDP nicht erfüllen wird wollen. Und die FDP, wie gesagt, wird sich diesmal als relativ unbequemer Verhandlungspartner darstellen, weil sie eben das Trauma von 2013 verhindern wollen. Gut, ich zitiere nochmal Herrn Tauber, den Generalsekretär von der CDU, der sagt, alle müssen nachgeben. Özdemir, Parteichef der Grünen, sagt, alle werden Kompromisse machen müssen und so weiter und so weiter. Okay, wir können aber den Bereich der Energiepolitik jetzt auch noch hinzuziehen. Also wir kämen bei vielen Bereichen an und dann müssten wir dann sogenannte Package Deals schnüren. Das heißt also, wir müssten verschiedene Bereiche zusammenführen und der eine muss danach geben, der andere muss danach geben. Wenn das alles gut geht, was ich auch für nicht unwahrscheinlich halte, dann sind wir natürlich auf das Endergebnis dieses Verhandlungspakets sehr gespannt. Aber müssen nicht vielleicht die handelnden Personen, vielleicht haben sie es ja auch schon und sagen, wir müssen jetzt, man hört es bei den Grünen zum Beispiel, relativ deutlich, zwar noch sanft, aber deutlich raus. Die Zeit für Dreier, die ist anscheinend da. Sie meinen für Dreier-Koalitionen und Konstellationen? Nichts anderes, alle anderen Gedanken streichen wir mal weg. Also Dreier-Konstellationen, die Zeit für Zweier-Konstellationen ist eventuell so ein bisschen vorbei. Ich würde das noch nicht so vorzeitig sehen, weil wir immer noch nicht genau wissen, wie sich die AfD entwickelt. Und da bleibe ich dabei, bei der AfD auch nach dem gestrigen Wahltag oder vielleicht gerade wegen des gestrigen Wahltags wissen wir nicht, ob die Partei sich wirklich im Parteiensystem etablieren kann, weil die Fliehkräfte innerhalb der Partei relativ groß sind. Wenn die Partei diese unter Kontrolle bringt, dann hat sie ganz gute Chancen. Aber wenn sie die nicht unter Kontrolle bringt, dann kann sie auch nur für eine Legislaturperiode im Deutschen Bundestag sein. Und dann könnten wieder andere Konstellationen auftreten. Dann könnte es wieder für zwei Konstellationen reichen. Ich würde es nicht völlig ausschließen. Wir haben auch 2009 ja schon mal gesagt, dass die großen Parteien CDU, CSU, SPD so ziemlich an ihr Ende angelangt seien. Auch damals waren die Verluste ähnlich hoch, wie wir sie dieses Jahr sehen. Und dann gab es doch wieder einen Aufschwung. Also wir sind so, dass wir sehen, der Wähler oder die Wähler sind eben volatil. Das heißt, sie entscheiden sich von Wahl zu Wahl neu und dann spielen unterschiedliche Aspekte eine Rolle. Zum Beispiel eben auch Kandidaten spielen eine zunehmend wichtigere Rolle. Und da kann es eben durchaus sein, wenn eine Partei einen sehr überzeugenden Kandidaten aufstellt, der dann eben durchaus in die Nähe wieder von 35-40% kommt und damit eine Zweierkoalition ermöglicht. Also da ausschließen würde ich das nicht. Schon eine Diskussion, wie geht es weiter bei der CDU, vielleicht auch bei der SPD, keine Ahnung. Das werden wir in ein paar Monaten oder Jahren führen. Ich muss mal noch ein bisschen mehr auf die Außenpolitik jetzt zu sprechen kommen. Also sowohl innen als auch außen. Wie beschädigt ist jetzt eigentlich Bundeskanzlerin Merkel oder wie weniger stabil ist sie?
Ich glaube, sie wird es nicht so wahrnehmen, dass sie weniger stabil ist. Das haben wir auch in der Pressekonferenz eben gesehen. Man wird von außen allerdings herantragen, dass nun erstmal eine Dreierkonstellation weniger stabil erscheint, dass das heißt, ihr Führungsanspruch vielleicht etwas instabiler ist. Und zweitens eben muss man sehen, die Frage, die sich dann eher stellt, da sie eventuell Kanzlerin auf Abruf ist, dass das eben auch dann zu einem Verfall ihrer Macht führen könnte oder zumindest, dass man stärker in Frage stellt. Also wenn wir beginnen, schon alsbald über Nachfolgen zu diskutieren oder wenn wir halt sehen, dass es in dieser Konstellation doch nicht so gut harmoniert und funktioniert. Aber ich glaube, dass das Ergebnis von 33% zwar jetzt für den ersten Moment eine Schwächung darstellt, aber für den Regierungsalltag dann, wenn denn eine Koalition-Konstellation zustande kommen sollte, durchaus bei der Kanzlerin nun per se keine unbedingte Schwächung darstellt. Aber viele sehen sie ja als eine Konstante. Im Ausland wird das ja auch reklamiert geradezu. Drei Regierungszeiten, jetzt noch eine vierte. Man braucht eine Merkel, sagt man und hört man überall im Ausland. Sehen Sie das anders? Sie gilt tatsächlich als eben eine Garantin der Kontinuität und eben auch der Stabilität in Europa angesichts auch der vielen Umbrüche, die wir sehen und angesichts auch der Umbrüche, die in den Umwelten von Europa passieren. Ja. Also denken Sie an den amerikanischen Präsidenten, denken Sie an die erheblichen Kontroversen mit Südkorea, denken Sie an Russland, denken Sie an die Türkei. Sie hat sich natürlich auch außenpolitisch ein großes Gewicht verschafft und dieses Gewicht kann sie auch in die Waagschale werfen und deswegen kann sie das auch bei internationalen Auftritten, bei internationalen Treffen nach wie vor so geltend machen und deswegen glaube ich nicht, dass am Ende dieses Wahlergebnis, wie gesagt, sie international außenpolitisch wirklich schwächt. Ich sage Dankeschön für den Moment und